aufrufen. Ich kann den Fall nicht mit der... Okay. So, wir greifen an. Ich muss es an diesem Tag, ich konnte es nicht einfach so enden lassen. Das greifen wir an. Wenn sie es sage, meinen sie... Müssen sie danach noch fragen, Amigo? Der Fall ist Strich 9. 2 Jahre sind vergangen, seitdem der Fall abgeschlossen wurde. Es sollte eindeutig mit dem Transfer an den Tag enden. Nicht, wenn es nach mir geht. Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen. Aber was wollten sie damit erreichen, dass sie in dem Weißraum schließen? Wenn ein Fall abgeschlossen ist, kann nur noch der zuständige Inspektor die Beweise durchsehen. Ich wollte sie mir selbst nochmal ansehen. Um jeden Preis. Ist mir völlig egal, was andere davon halten, Amigo. Das ist mein Fall. Aber Wachtmeister Marshall war doch gar nicht für die Ermittlung zuständig. Warum engagierte er sich so stark? Dieser Tag war meine letzte Chance. Deswegen habe ich geklaut den Ausweis des Inspektors und verkleidete mich. Okay, nächste Aussage angreifen. Warum haben Sie sich denn als Inspektor Goodman verkleidet? Wenn es nicht so ausgehen hätte Goodman den Beweistransfer ausgeführt, dann hätte man mich wegen Diebstahl von Beweisen verhaftet. Und wozu? Sie haben es also getan, um die Überwachungskamera zu überlisten. Und der Ausweis des Inspektors? Den habe ich am Morgen des Vorfalls gestohlen. Das war also der wahre Grund, warum Goodman den Verlustbericht schrieb. Ich habe seinen Ausweis zurückgelegt. Ich habe ihn auf dem Boden am Parkplatz der Staatsanwaltschaft liegen lassen. Der Ausweis, den ich gefunden habe, wurde vom Wachmeister Marshall dort angelegt. Im Prinzip waren sie also trotz ihres Mangels an Wissen weitsicht erfolgreich. Was meinen Sie damit, Amigo? Ich meine natürlich das per Fingerabdruck bestätigte Schloss. Egal wie gut Ihre Verkleidung auch sein mag, Ihre Abdrücke verraten Sie doch. Normalerweise hätten Sie sich den Schrank nicht öffnen lassen dürfen. Er ging also auf, weil er einen Gummihandschuh zufällig in der Tür klemmte. Das würde bedeuten, dass jemand vor Marsche den Schrank geöffnet hätte. Das hatte auch bestimmt einer. Wachmeister Mankins hatte ich nicht erwartet. Ich habe ihn nicht bewusst geschlagen. Warum einfach? Sie haben Wachmeister Mankins mit einem Messer bedroht, um ihn zu verjagen? Sagen wir so, ich war etwas überrascht. Ich hätte nicht vor länger als 5 Minuten im Beweisraum zu bleiben. Als hätte ich nicht gedacht, dass in kurzer Zeit jemand vorbeikommen würde. Wachmeister Mankins ist sicherlich ein einmaliger Typ Mensch. Ein Inspektor mit einem Eindringen zu verwechseln und den Ausweis zu verlangen. Ich muss mir wirklich überlegen, ob er diesen Jahr eine Gehaltserhöhung erhält. Seit wann hat etwas so viel Einfluss? Jedenfalls hat er sich auf mich gestürzt und dabei habe ich ihn leicht verletzt. Es tut mir leid, dass es eben so enden musste. Dass es ihn bewusstlos schlug und so. Übrigens, was ist aus Ihrem Messer geworden? Ach, Sie meinen das hier? Hä? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber warum ist er mit dem Messer hier? Was ist dann passiert? Und mir gelang die Flucht, als wüsste ich meinen Beweis, weil die Kamera nicht erfasse. Das weiß ich natürlich auch. Sie haben also schon vorher Ihre Nachforschung angelegt. Wer sich unvorbereitet in die Wüste begibt, überlebt nicht lange, Amigo. Ich habe aber nicht gedacht, dass es so viel ausmachen würde. Das Überwachungsvideo wird alle 6 Stunden gelöscht, wäre alles nach Plan verlaufen, gab es keine Aufzeichnung. Jedoch wurde ihr Mantel beim Kampf mit Wachmeister Mankins blutig. Wäre jemand im Wachraum gewesen, wäre der Teufel los gewesen, als ich rauskam. Ich habe meinen Schrank geöffnet und ihn reingesteckt. Was hat Wachmeister Mankins in der Zeit gemacht? Was schon? Er hat geschlafen, wie ein Baby. Sie sagen also, dass an diesem Tag... Um 17:05 geschah kein Mord mehr im Beweisraum. Das greifen wir auch mal an. Okay. Aber das dort gefundene Blut deutet darauf hin, dass ein Verbrechen verübt wurde. Sind Sie blind oder was? Das Opfer in dem Video bin ich und ich bin nicht tot, Amigo. Sie haben also Beweise aus dem Schrank gestohlen. Ehrlich gesagt, nein, habe ich nicht. Warum nicht? Als ich den Schrank öffnete, waren die Beweise bereits fort. Was? Hedgewolf, wo sind diese Beweise? Sie sind verschwunden, euer Ehren. Was? Inspektor Goodmans Schrank war schon leer. Jemand anderes hat die Beweise gestohlen. Nicht gut. Wachmeister Marshall, darf ich Sie etwas fragen? Schließen Sie los, Amigo. Ist ja schließlich ein freies Land. Aber beachten Sie, dass es mir auch frei steht, darauf nicht zu antworten. Warum haben Sie das getan?
den Ausweis eines Inspektors zu stehlen, einen Polizisten zu verletzen. Das sind keine Bagatellen. Vor allem, wo sie doch selber Wachmeister sind. Das wird ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Das lässt sich nicht mit einer einfachen Gehaltskürzung bereinigen. Nicht, dass Gehaltskürzungen jemals brauchbare Lösungen waren. Wie ich schon sagte, Amigo, das ist nicht Ihr Fall, das ist mein Fall. Ich werde alles daran setzen, eine Antwort zu bekommen, die mich zufriedenstellt. Der Zeuge legt eine ungewöhnliche Eifer an den Tag. Ich will mehr hören. Ich kann den Fall SS-Schichtung einfach nicht vergessen. Wissen Sie warum? Nein, frage ich aber mal. Aber dieser Fall ist doch vor 2 Jahren aufgeklärt worden. Stimmt genau. Aus diesem Grund sind die Beweise im Beweisraum aufbewahrt worden. Joe Drake ist für diesen Verbrechen verurteilt worden. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, er hat seine Strafe verdient. Ich kann mich an den Fall Joe Drake erinnern. Dabei ging es um Serienmord, nicht wahr? Ich habe nicht vor, mich über diese Aussage zu beklagen. Aber es gibt dir etwas, das mir keine Ruhe lässt. Bei diesem Prozess wurde etwas unter den Teppich gekehrt. Etwas, worüber niemand reden möchte. Was? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Das will ich ja gerade herausfinden. Warum macht er sich so viel Gedanken um den Fall? Vielleicht sollte ich ihn damit konfrontieren, was ich von dem wahren Grund halte. Ich hätte so ein Gefühl, dass irgendwie irgendwann an diesem Punkt gelangt wurde. Jeder, der hier beteiligt ist, war auch irgendwie in diesem Fall verwickelt. Ich sollte mir auf jeden Fall nochmal die Akten ansehen. Ja, also, wie ich gesagt habe, mir ist das ja schon, als wir die Akten bekommen haben, aufgefallen, dass der Name Marshall 2-mal vorkommt. Und zwar einmal beim Opfer und, muss mal gucken, einmal beim Opfer und einmal als Ermittler. Und ich habe die Vermutung, dass der Name Marshall, das prüfen wir jetzt mal, der zweite Name, also Neil Marshall, vielleicht sein irgendein Verwandter von dem ist. Also wir greifen an mit der Akte zum Fall SL-9. Nimm das! Wachmeister Marshall, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe, warum Ihnen der Fall SL-9 so viel bedeutet. Ihnen ist das wohl was zu Kopf gestiegen, Partner. Hier habe ich die Akte zum Fall SL-9. Der Name Marshall wird hier erwähnt. In einer Liste von Mordopfern. Neil Marshall, sind Sie mit diesem Mann verwandt? Neil Marshall? Ja, ich bin mir sicher, Sie haben den Namen schon gehört. Vor 2 Jahren hat er den gleichen lausigen Preis verliehen bekommen. Was? Der ein Staatsanwalt? Er muss von der Trophäe des Königs der Staatsanwälte sprechen. Ich erinnere mich jetzt. Staatsanwalt Neil Marshall. Er bearbeitete den Fall SL-9 von mir. Das ist richtig. Er wurde ermordet. Und der Fall fiel Ihnen zu. Aber in welcher Beziehung stehen Sie zueinander? Es war mein Bruder. Er ermittelte den Fall zusammen mit Damon Gant, dem damaligen Oberinspektor. Ich gehörte einer Gruppe Inspektoren an, die unter ihnen arbeiteten. Wir wollten den Mörder unbedingt ergreifen und vor Gericht bringen. Joe Drake. Mein Bruder kam in den Kampf mit Drake ums Leben. Das war das erste Mal, dass Drake Spuren hinterließ. Es war alles, was wir brauchten. Er wurde angeklagt und eingesperrt. Schließlich wurde der Fall geschlossen. Zumindest offiziell. Was meinen Sie damit? Mein Bruder kann nicht von Joe Drake ermordet worden sein. Ich kannte meinen Bruder besser als jeder andere. Niemand hätte ihn in den Kampf besiegen können. Und das ist alles. Das ist der Grund für Ihre irrsinnige Verhalten. Hinter dem Tod meines Bruders steckt mehr, als in den Akten steht. Egal wie sehr Sie es auch verheimlichen wollen, Sie können mich nicht täuschen. Nun gut, wenigstens ist eine Sache sicher. Wir wissen, was am Tag des Verbrechens im Polizeirevier passierte. Es war der letzte Tag, an dem der Fall SL-9 hätte wieder aufgenommen werden können. Wachmeister Marshall war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und wollte Beweise stehlen. Als Inspektor Goodman verkleidet, betrat er den Beweisraum. Wachmeister Mankel stellte ihn sich mit ihnen im Weg, deshalb schlug er ihn bewusstlos. Ganz interessante Geschichte. Ja, dessen Rätsel ist endlich gelöst worden.
Im Polizeirevier fand in Indien kein Mord statt. Was? Glaube ich doch. Es ist immer faszinierend, welche Zufälle passieren. Der Mord in der Staatsanwaltschaft fand gleichzeitig mit dem vorgetäuschten Mord im Polizeirevier statt. Zufall? Es muss mehr als nur das sein, mein Freund. Also, wenn am Tag des Verbrechens niemand im Polizeirevier ermordet wurde, ist der Mord in der Tiefgarage der Staatsanwalt der echte Mord. Was wiederum bedeutet, dass nur eine Person das Verbrechen begangen haben kann. Generalstaatsanwältin Sky, Einspruch. Aber Moment mal, Verhandlung gestern gab es kein Urteil. Einspruch. Nur weil wir den Vorfall im Polizeirevier heute untersucht haben. Aber die Angeklagte wurde gestern nur aus einem Grund nicht verurteilt. Das Rätsel um den zeitgleichen Mord im Polizeirevier noch nicht gelöst. Es scheint so aus, als stünde es unentschieden, Partner. Alle Rätsel im Polizeirevier sind gelöst worden. Es gibt keine Widersprüche. Der Mord fand in der Staatsanwaltschaft statt. Die Verdächtige ist Frau Lana Sky. Es gab keinen Fehler in der Angel Stars Zeugenaussage. Wenn sie eine Antwort haben, dann maximal einem Wort. Okay. Aha. Vielen Dank. Ich schließe den Fall ab. Nein, Einspruch erheben, Einspruch erheben, Einspruch erheben. Das wird jetzt ein langer... Wie es ausscheint, nähert sich der Fall seinem Ende. Es bleiben keine Zweifel auf gute Arbeit, Herr Wright. Dank Ihnen muss ich keine Zeit damit verschwenden, den angeblichen Mord im Polizeirevier zu widerlegen. Warte mal, bevor du redest, es gibt keinen Zweifel, was ich heute bewiesen habe, ist wahr. Der angebliche Mord wurde auf dem Videosicherheitskamera was wirklich vorgetäuscht, aber mir war nicht bewusst, dass es Lanas Schuld bewiesen wurde. Nun, die Zeit ist für das Urteil gekommen. Das Gericht befindet die Angeklagte für... Moment mal! Wer war das? Euer Ehren, warten Sie einen Moment. Emma! Boah, Arsch gerettet. Die Verteidigung erhebt Einspruch, einen wissenschaftlichen Einspruch. Richtig? Was meinst du damit richtig? Herr Wright, sind Sie der Vormund dieses Mädchens? Euer Ehren? In gewisser Weise schon. Bitte, Euer Ehren, ich bitte Sie nur um eine Minute Ihrer Zeit. Bitte hören Sie mich an. Herr Edgeworth, bitte. Ich mag nicht, wenn Zweifel bestehen bleiben. Du bittest mich um eine Minute, ich gebe dir drei. Vielen Dank. Ich war wie geschockt. Ich meine, dass der Fall SR-Strichron die Bezeichnung für die Joe Drake Murder ist. Jetzt, dass sie sagt, die Namen beider Sky-Schwester stehen in den Akten. In diesem Moment hatte ich alles verstanden. Ich meine, was Wachmeister Marsh an dem Tag tun wollte. Mir wurde klar, seine Fingerabdrücke hatten mit dem Verbrechen nichts zu tun. Also blieb mir nur noch eine Sache übrig, der andere Handabdruck. Du meinst die Blutspur auf Inspektor Gamschows Beweisschrank? Aber es wurden keine Fingerabdrücke draufgefunden, richtig? Nein, aber ich war mir sicher, wenn ich das Ganze wissenschaftlich betrachte, würden sie einen Hinweis finden. Also lief ich rüber und sah es mir erneut an. Und hast du was gefunden? Nein. Hä? Tut mir leid, ich bin wohl doch keine wissenschaftliche Ermittlerin. Ist das alles? Seien Sie bitte nicht böse, ich bin schließlich nur eine Schülerin. Und ich nur ein Anwalt. Aber Herr Wright, die Blutspuren sind unsere einzige Anhaltspunkt, wenn wir nicht herausfinden, was mit Ihnen nicht stimmt. Bitte, Herr Wright, Sie sind ein Experte. Wenn jemand Lana retten kann, dann sind Sie es. Ich? Oh mein Gott, nein! WTF! Ihre Zeit ist abgelaufen. Nun, Herr Wright, bezüglich des Vorfalls im Polizeirevier bleiben nur begründete Zweifel bestehen. Wie es aussieht, ist die Verteidigung wegen der anderen Blutspur beunruhigt. Denn der Bodenplan wurde ungefähr hier ein Handabdruck gefunden. Gibt es ein Problem damit? Ja, gibt es, finde ich. Right, es tut mir leid, dass ich keine größere Hilfe bin. Du bist eine große Hilfe. Aber trotzdem, wenn Sie nicht finden, was mit dieser Blutspur nicht stimmt, wird Lana... Bitte beantworten Sie meine Frage, Herr Wright. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, euer Ehren, ja. Jetzt muss ich mich ranhalten, wirklich konzentrieren.
Okay, jetzt geht's los. Was könnte mit dem Handabdruck auf Inspektor Gamschos Schrank falsch sein? Habe ich vielleicht etwas übersehen? Ja. Ich erhebe Einspruch. Dieser Handabdruck, der am Tatort hinterlassen worden, weist einen klaren Widerspruch auf. Schon wieder. Das einzig Klare ist, dass sie nach einem Strohhalm greifen, Herr Wright. Sie haben diese Pläne eingehend studiert. Sagen Sie mir bitte, stimmt etwas nicht damit, Herr Wright? Ja, das ist seltsam. Sehen Sie sich diese Pläne genau an. Es fehlt etwas. Es fehlt? Sie meinen, dass hier etwas nicht einzig eingezeichnet ist. Du hast das kapiert. Ja, etwas, das, wenn es eingezeichnet ist, diese bedeutende Blutspur komplett verändert. Boah, es sind 40 Minuten Part, Leute, ihr könnt ihn genießen. Beten wir, dass sich die Verteidiger nicht nur zur Zeit erkaufen möchte. Nun gut, Herr Wright. Unter all den Beweisen hier müsste es etwas geben, das mir helfen kann. Die Frage ist nur, welchen Beweis mit kann beweisen, dass etwas auf den Plänen fehlt? Ja, das ist ganz einfach. Die Blue Badger Figur. Wo ist die denn überhaupt? Sie wurde im Video, sieht man sie so oft und man erkennt bei dieser Figur, ob die der Handabdruck schon vorher drauf war oder nicht. Deswegen, Blue Badger, du bist unser Beweismittel. Nimm das. Was ist denn mit dem Stück Sperrholz? Der Blue Badger, das Polizeimaskottchen. Verfechter der Wahrheit, Beschützer der Beweise. Erklären Sie sich, Chevrolet. Bitte sehen Sie die Pläne des Tatortes an. Der Blue Badger fehlt. Und? Was passiert also, wenn wir ihn einfügen? Hier hat er zum Tatzeitpunkt getanzt. Nun? Nun, was? Ah, nein! Es stimmt, solange der Blue Badger hier tanzt, ist es unmöglich, einen Handabdruck hier auf dem Beweisschrank zu hinterlassen. Was? Yo, Baby. Das bedeutet also... was genau bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass es nicht möglich ist. Was sagen Sie da? Es wurde definitiv Blutspuren auf dem Schrank gefunden. Sehen Sie mich nicht so an. Ich bin es nicht gewesen. Herr Wright, denken Sie wissenschaftlich. Emma, an jenem Nachmittag brachte Wachmeister Mankins den Blue Badger in den Beweisraum, nicht? Stimmt. Nachdem wir hier instellen, ist es unmöglich, einen Handabdruck am Schrank hinterzulassen. Das bedeutet also, diese Blutspur war schon da, als der Blue Badger dorthin gebracht wurde. Augenblick, ich dulde keine solche weithin geholten Unsinn in meinem Gerichtssaal. Es klingt vielleicht weit hergeholt, euer Herrn, aber es ist die einzig mögliche Erklärung. Am 21. Februar wurde im Beweisraum, im Polizeirevier, nicht einmal Blut vergossen, sondern zweimal. Was? Aber wie? Das eine Mal wurde es auf dem Video der Sicherheitskamera festgehalten. Wachmeister Mankins verletzte sich an der Hand und verlor eine kleine Menge Blut. Das Problem ist, das andere Mal jemand blutete vor dem Kampf, der auf dem Video zu sehen ist. Es war Inspektor Grootman, als er wirklich ermordet wurde. Einspruch. Das ist lächerlich. Ich fechte Ihre Behauptung an. Einspruch. Es wurde bewiesen, dass der Mord auf dem Sicherheitsvideo gefälscht war. Wie dem auch sei. Der Schrank erklärte noch lange nicht die Blutspuren auf dem Beweisschrank. Einspruch. Jetzt wird hier gefechtet. Also, angenommen, dieser angebliche Mord geschah wirklich. Wann fand er denn statt? Zeigen Sie mir den Beweis, die dies belege. Wann fand der erste Vorfall statt? Die Verteidigung stellt die Vermutung auf, dass... bevor Wachmeister Mankins von dem als Inspektor Goodman verkleideten Jack Marshall verletzt wurde, ein anderer Vorfall in jedem Beweisraum stattfand. Diese Blutspur auf dem Schrank beweist es. Nun gut, dann sagen Sie uns, wann fand dieser erste Vorfall statt? Sie müssen uns Beweise vorlegen, Herr Wright. Beweise? Die zeigen, wann der Mord stattfand? Es gibt nur einen Beweis, der das zeigen kann. Nun gut, würde die Verteidigung bitte den Beweis vorlegen? Was beweist, wann das erste Verbrechen stattfand? Es ist ganz einfach logisch zu denken, es ist nämlich das Ausweisverzeichnis, denn ich zeige es euch mal kurz, es ist eine Nummer noch nicht offen, ist noch offen, und zwar die 777777, und die 777777 ist der Beweis, auf geht's, in Bammel. Nimm das, alter Mann. Wenn das Verbrechen im Beweisraum stattfand, dann muss der Täter den Beweisraum betreten haben, um dies zu tun, brauchte er einen Ausweis. Einen
Ausweis? Oh, das Ausweisverzeichnis. Stimmt. Wachmeister Menkels brachte den Blue Badger Figur in den Beweisraum um. Sehen Sie hier, um 16.50 Uhr. Wenn das Verbrechen vor dieser Zeit stattfand, dann war es um 16.40 Uhr. Mike Sedgwick, was haben Sie nur getan? Sie haben vielleicht Nerven, Junge. Lassen Sie das, Zeuge. Man muss nicht lange nachdenken, um darauf zu kommen. Das ist es, nicht wahr? Nö, ich komme nicht darauf. Ich befürchte, ich verstehe es auch nicht. Die Nominol-Testpflicht beweist, dass es einen Blutspuren gab. Als jedoch das zweite Verbrechen geschah, nahm weder Wachmeister Mankitz noch Wachmeister Marshall das Blut wahr. Das heißt also, das Blut des ersten Verbrechens war entfernt worden vom echten Mörder. Ich hätte nur 10 Minuten gehabt, das Opfer zu ermorden und die Leiche wegzutragen und das Blut zu entfernen. Das ist physisch leider nicht möglich. Das heißt also, das Verbrechen fand statt, bevor er Edgeworth den Beweisraum betrat. Sehen wir erneut in den Ausweisverzeichnis nach. Und wir sehen eine Nummer. Es blieb noch eine andere Ausweisnummer übrig. Und zwar 7 mal die 7. Eine wirkliche Glückszahl, Amigo. Aber warten Sie, das ergibt keinen Sinn. Wie hätte Inspektor Goodman den Beweisraum betreten können? Da sein Ausweisnummer im Verzeichnis zuvor nicht auftauchte, musste er gleichzeitig mit dem wirklichen Mörder eingetreten sein. Das heißt, das ist die einzige plausible Erklärung. Er ging mit 777777 hinein. Boah, 40 Minuten. Hedgeworth, sehen Sie nach und finden Sie so schnell wie möglich heraus, was ein Ausweis von 777777777 ist. Das ist eine 7 zu viel, euer Ehren. Leider kann ich ihn nicht herausfinden, wem der Ausweis gehört. Zumindest einen Augenblick. Wieso? Erklären Sie das, Amigo. Die Ausweisnummer 7777 gehört mindestens einem Oberinspektor oder höher, einem sogenannten leitenden Beamten. Wir sind nicht autorisiert, die Identität einer solchen Person zu erfragen. Einspruch! Das ist doch lächerlich, wie? Ich bin noch nicht fertig, Herr Wright. Es gibt eine Situation, in der wir die Genehmigung bekommen. Wenn wir offizielle Anklage gegen einen Beamten akzeptiert wird... Einen offiziellen Anklage? Sie sind doch alle gleich, nicht wahr? Mit ihrem Vertuschen und ihrem Fälschen. So arbeitet die Staatsanwaltschaft. Was? LOL! Einspruch! Ich bin stolz auf meine Arbeit, Wachmeister Marshall. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Verleugnung für sich behalten. Verleugnung? Was? Okay. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen. Ja? Nicht Ihnen. Ihr, der Angeklagten dort drüben. Ihre eigene kleine leitende Beamtin. Lana? Einspruch. Machen Sie keine Dummheiten. Sie ist des Mordes angeklagt. Natürlich haben wir Ihre Ausweisnummer überprüft. Und sie ist es nicht. 77777. Stellen Sie mich nicht für dumm da, Partner. Das ist nicht das, was ich fragen möchte. Ich möchte nur eine Sache wissen über den Vorfall. Den Fall SL-9. Beantworten Sie mir eines, Generalstaatsanwältin. In dem Prozess vor 2 Jahren. Haben Sie da nur legitime Beweise verwendet? Okay, das wird jetzt... Lana. Muss der Zeuge die Frage wiederholen, Frau Generalstaatsanwältin? Ich habe ihn klar und deutlich verstanden, Herr Edgeworth. Vor 2 Jahren habe ich die Anklage in den Prozess geleitet. Damals haben wir... Manchmal haben wir die Machtlosigkeit des Gesetzes zu spüren zu bekommen. Zumindest mir ging es so. Hä? Lana! Ich wurde Staatsanwältin, um Verbrechen mit den Mitteln des Gesetzes zu bekämpfen. Aber bevor ich es merkte, waren wir diejenigen, die vom Gesetz bekämpft wurden. Angeklagte, was sagen Sie denn da? Ich frage Sie erneut, Generalstaatsanwältin. Im Prozess vor 2 Jahren. Haben Sie dem Gericht wirklich alle Beweise vorgelegt? Können Sie mir einen damaligen Inspektor in den Augenblicke und Ja sagen? Generalschütze, Sie haben doch nicht... Ich muss es nicht, Wachmeister Marshall. Was? Warum antworten Sie nicht? Harte Verbrechen erfordern harte Maßnahmen.
So ist es einfach. Wir haben getan, was wir tun mussten, um den Schuldspruch zu erhalten, den er verdient hatte. Aber Lana! Auch wenn es bedeutet, Beweise zu fälschen. Ich bin baff. Sehen Sie, das meinte ich. Nein! Oh weil das gibt einen Aufruf. Ruhe, 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 Ruhe! Lana Antwort rief eine so große Aufregung hervor, dass das Chaos im Gerichtssaal nicht zu behoben werden konnte. Das Ende der Verhandlung wird bis zum nächsten Tag warten müssen. Und es gibt uns Möglichkeiten, weitere Beweise zu finden für diesen Fall. Fortsetzung folgt. So, meine gesegneten Kinder, das war ein 40 Minuten langer Part. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.